Und dann habe ich hier hinten noch eine kleinere Mob-Farm gebaut, wo auch ab und zu der ein oder andere Gegner drin ist. Da sieht man es jetzt. Da sind ein paar Creeper. Let's start again. Nein, nochmal neu. Moin, jetzt wäre es sonst der erste Redet und herzlich willkommen zu dem ersten Part von einem neuen Projekt. Und zwar Minecraft Sky. Und liebe Freunde, auch wenn das hier gerade so ein bisschen Varo-mäßig aussieht, nein, wir haben hier einfach nur so einen Start am Anfang mit einem Countdown. Und um das Ganze noch ein bisschen cooler zu gestalten, wird es jetzt auch dann gleich losgehen. Sobald dieser Countdown abgelaufen ist, kann jeder Teilnehmer quasi dann anfangen zu bauen. Denn das ist das Ziel des Projekts. Also es geht darum, dass wir gemeinsam eine riesige fliegende Stadt aufbauen. Und man kennt das vielleicht schon von einem anderen Projekt, Aura damals. Dieses hier ist ein bisschen anders. Keine Ahnung, warum da hinten Zombies drin sind. Ich glaube, das sind für die Leute, wo niemand da war, die Plätze. Finde ich eine ziemlich witzige Sache, dass da jetzt gerade Zombies drin sind. Aber gut, es geht auch schon in 10 Sekunden los. Der Download-Link zum Modpack selbst befindet sich unten. Alter Schwede, wie geil ist das denn gemacht? Unten in der Videobeschreibung. Und auf geht's, meine lieben Freunde, mit Minecraft Sky. Und wir bauen uns als allererstes jetzt hier direkt erstmal ein bisschen Holz ab. Zack, zack, zack. Und dann müssen wir nämlich gucken, dass wir ordentlich Holz herstellen schnell. Ja, das heißt, wir setzen jetzt hier nochmal ein Bäumchen hin. Zack, und dann twerken wir wieder so ein bisschen daneben. Das müsste eigentlich super funktionieren. Ja, sehr schön. Und da haben wir direkt nochmal den nächsten Baum fertig. Gar kein Thema. Geht hier alles ruckzuck, ja. So kann man sich hier ganz schnell das Holz holen. Und unser Ziel wird es sein, ich habe schon gesehen, hinter mir befindet sich eine ziemlich coole Insel. Ich hoffe, dass ich da relativ schnell hinkomme. Und zwar die da. Da ist nämlich eine Eisinsel. Und ich habe mir gedacht, wegen Craft Attack, dem Norden und so, ist das ja eine ziemlich coole Sache. Da holen wir uns direkt so eine Nordinsel. Ich glaube, da würde sich Revi auch drüber freuen, denn ich habe mit ihm schon gesprochen und wir wollen gerne versuchen, zusammen ein bisschen was in Minecraft Sky aufzubauen. Ich habe gesagt so, ey, yo, ich habe so ein bisschen technisches Wissen. Du kannst schön bauen. Lass uns doch mal ein bisschen was zusammen machen, Revi. Und ja, er hat gesagt, wäre kein Thema, könnte man echt machen. Und ja, Revi ist jetzt leider nicht da, weil heute war ja das Meet and Play, also an dem Tag, wo wir jetzt gerade hier die Folge aufnehmen. Das war der Tag, wo das Meet and Play war. Und ja, wie gesagt, da hatte Revi halt leider jetzt nicht so viel Zeit. So, und ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich mich irgendwie hier hochbaue und nochmal Holz hole. So, ja, wir müssen jetzt gucken. Aufpassen, nicht, dass wir sterben, das ist ganz wichtig. Und schön hier die Bäume immer abreißen, damit das Ganze natürlich irgendwie am Ende auch noch trotzdem irgendwie schön aussieht. So. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir uns da schnell noch ein bisschen hochbauen. Das sollte aber auch alles kein Thema sein. So, unsere Axt reicht auf jeden Fall noch aus. Wir haben ja noch ordentlich hier Holz am Start. Ich will auf jeden Fall die Nordinsel uns holen. Das soll ja unsere Insel sein hier, wo wir uns aufbauen, also quasi der Norden. müssen wir mal gucken. So, ich baue jetzt erstmal hier schön fein das ganze Holz noch ab. Ich denke mal, wenn ich das dann zu Half-Slabs mache gleich und mich mit denen schön fortbaue, müsste das Ganze eigentlich gut klappen. Alter Schwede, hat dieser Baum viel Holz drin. Das ist ja nicht mehr normal. Ich kriege hier direkt so einen super-duper krassen Megashit-Baum. Ja, der unendlich viel Holz drin hat. Und ich habe jetzt einen Shader reingemacht in der ersten Folge. Ihr könnt mir gerne schreiben, ob wir das so beibehalten sollen oder ob das mit einem Shader ein bisschen zu dunkel ist. Müsst ihr mir dann einfach mal in der Folge in die Kommentare schreiben. Und da ist auch schon der erste aus der Welt gefallen. Nice. GG würde ich mal an der Stelle sagen einfach. So, und wir holen uns jetzt hier schön das Holz fein säuberlich wieder. So, zack. Und dann machen wir hier den. So. Und dann würde ich sagen, bauen wir uns erstmal rüber zu unserer Nordinsel. Also auf geht's. Ja, so, zack. So, dann setzen wir die jetzt hier schön immer da dran und dann werden wir uns schön rüberbauen. Ich habe ja schon so ein bisschen aus Craft Attack Erfahrung mit der ganzen Sache, ne? Also mit dem Rüberbauen und so, das ist ja für mich mittlerweile kein Fremdwort mehr, meine lieben Freunde. Das kriegen wir auf jeden Fall ohne Probleme gelöst hier. Ich kenne mich ja schon damit aus, im End umbauen und so, ne, im Freien, das ist immer so eine Sache. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ein ziemlich interessantes Projekt. Ich bin mal gespannt, ob die Tode gezählt werden von den Leuten. Die wollten wir, böse, die wollten wir. Wer wollte die was? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich baue mich jetzt einfach hier weiter auf die Nordinsel zu, ja. Das hier wird definitiv die Insel des Nordens, diese Schneeinsel.
Oh Gott, die ist ja schon voll mit Zombies. Eieieiei. Also ich hoffe auf jeden Fall... die kommen ja wieder hoch an Land. Oh Gott. Und da ist sogar noch ein Creeper. Eieieiei. Da muss ich auf jeden Fall jetzt aufpassen. Das wird natürlich definitiv jetzt ein kleines Problem. Wir setzen jetzt auf jeden Fall erstmal hier das hin. So, dann nehme ich hier so ein bisschen Holz. Oh nein, das wollte ich nicht. So, dann nehmen wir jetzt erstmal hier so ein bisschen Holz. Genau. Und dann werden wir jetzt gucken, dass wir das Problem hier mit den Zombies irgendwie lösen. Dass wir die zumindest irgendwie wegklatschen. Erstmal. Ja, oder den Creeper hier auf jeden Fall. Den will ich hier nicht auf dieser Insel haben. Sehr schön. Den Creeper haben wir wegbekommen. Sehr, sehr gut. So, und was haben wir bekommen? Lol, wir haben einen Dirt drinne gehabt in der Kiste. Ernsthaft? Wir haben einen Dirt in der Kiste gehabt? Das ist eine Dirt-Kiste. Die sieht so komisch aus, diese Kiste. Dirt-Chest, ja. Ach, das ist eine Iron... Hä? Lol, okay, alles klar. Keine Ahnung, egal. Wir bauen jetzt hier diesen Baum erstmal schnell ab, liebe Freunde. Damit das Ganze natürlich hier so ein bisschen leichter geht. So. Sehr schön. Dann haben wir das nämlich auch geregelt hier. Und dann können wir hier direkt schön säuberlich loslegen. Ja, wir müssen jetzt erstmal gucken. Wir müssen erstmal ja mit Holz klarkommen. Man kennt das ja so vom klassischen Sky Factory, der ein oder andere vielleicht. Ja, Sky Factory, ne? Ist vielleicht dem einen oder anderen hier hoffentlich ein Begriff. Ich habe noch ein paar Seeds. Oh, warum habe ich jetzt eigentlich hier ein Holz hingesetzt? Das weiß ich gerade selber nicht genau, warum ich das gemacht habe. Naja, egal. Wir machen jetzt erstmal hier den Schnee so ein bisschen weg. Anders geht es leider gerade nicht. So, hier haben wir auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen Holz. Das können wir dann nochmal schön schnell abbauen. Ich glaube, die Insel besteht sowieso nur aus Dirt. Also das heißt, ich muss eh erstmal gucken, dass ich irgendwie an Lava und sowas komme, ne? Sowas müssen wir ja auch herstellen. Also die Kiste kann ich irgendwie nicht abbauen. Ich weiß nicht, ob man dafür irgendwie eine Spitzhacke oder so benötigt. Das kann natürlich sein. Dann machen wir jetzt erstmal hier, zack, uns jetzt eine Workbench, eine neue. So, die haue ich jetzt hier hin. Und dann kann man ja, glaube ich, hier, genau, diese Wooden, nee, Water Tank, ja genau, die sind, um Wasser zu speichern. So, und dann gab es ja noch die Teile hier, glaube ich, ne? Das sind diese Komposter, oder? Nee, die hat man so nicht gemacht. Muss ich gleich mal schauen, ich muss jetzt sowieso eh erstmal ordentlich Holz an den Start bringen hier. So, zack, 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 dann twerken wir erstmal ein bisschen wieder. So, dann kriegen wir nämlich jetzt hier erstmal schön wieder Holz raus, ja? Oh, ich habe sogar Schweinefleisch 5 Stück im Inventar. Die hat man wahrscheinlich am Anfang direkt bekommen. Gebratenen Schweinefleisch. Kann natürlich sein. So, dann bauen wir die Dinger erstmal hier weiter ab. So, hier oben habe ich nochmal eine Workbench. Oh Gott. Alter, was ist da los? Oh fuck, Alter. Oh fuck. Zombie-Invasion. Oh, weg mit euch. Alter Schwede. Das Skelett, Junge. Nein. Ich habe Probleme mit einem Skelett, Leute. Oh Gott. Ich gehe hier schon runter. So. Sehr gut, das haben wir auch wegbekommen. Sehr, sehr schön, das habe ich schon mal gelöst bekommen. So, da müssen wir jetzt mal eben ganz kurz schauen. Agricraft ist das, glaube ich, ne? Ja, hier haben wir einmal den Wooden Water Tank. Ich glaube, der ist das. Da kann man Wasser drinne einspeichern, ja. Da müssen wir das erstmal machen. Da müssen wir gleich mal schauen, wie ich den Rest mache. Den stelle ich aber schon mal auf. Lol, macht der Licht? Ich wollte schon sagen. Hey, die haben da hinten schon Fackeln? Lol, wie haben die denn Fackeln schon? Haben die irgendwie Dirt oder Kohle bei sich? Oh ja, hier unten ist auf jeden Fall Stone, so wie es aussieht. Da könnte ich schon mal auf jeden Fall eine Spitzhacke mir jetzt gönnen und könnte schon mal runterbuddeln. Aber das sieht nicht so aus, als wenn die Insel mit Kohle oder so wäre. Auf gar keinen Fall. So, da müssen wir jetzt mal eben schauen. Ah nee, wir müssen noch mal ein paar Sticks machen hier. So, zack, sehr schön. Und dann können wir nämlich gucken, dass wir jetzt hier so ein bisschen erstmal die Insel schön machen. Ja, der ganze Schnee muss leider jetzt hier wieder weg. Oh, nice, ich habe einen Apfel bekommen schon mal. Das ist schon mal gut. Aber man kriegt doch normalerweise auch Würmer. Oh, was ist denn da los? Oh, die scheinen da drüben irgendwie Stress zu haben oder so. Wer baut da? Okay, da ist auch jemand, der Probleme mit seiner Insel hat. Ist gut, dass ich so schnell hier rüber gegangen bin, glaube ich, Leute. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung von mir. Aber diese Kiste? Ah, jetzt habe ich sie abgebaut bekommen. Sehr schön. So. Und die Tode, ja, die werden sogar gezählt. Wie geil ist das denn bitte?
Also das ist ja mal richtig geil gemacht. Ja, ihr könnt ja natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Projekt schon so findet. Und ich denke mal, das wird auf jeden Fall ein ziemlich geiles Projekt, meine lieben Freunde. Und wir müssen jetzt erstmal schauen. Die scheinen aber alle hier echt mega Probleme mit Monstern zu haben. Da habe ich echt nochmal Glück gehabt, dass ich hier quasi mich so rübergebaut habe. So, dann habe ich ja jetzt hier auch noch ein bisschen Dirt. Da kann ich jetzt erstmal ordentlich Bäume anpflanzen. Das machen wir auch direkt mal hier. Nebenbei so erwähnt, ne? So, komm schon. So, zack, sehr schön. Weil ich will mir jetzt so schnell wie möglich, wenn ich ehrlich bin, eine Mobfarm bauen im Spiel. Das ist eine Idee, die ich habe. Ich will auf jeden Fall eine Mobfarm relativ schnell zusammenzimmern. Da wollen wir mal gucken. Ich werde vielleicht schon jetzt heute in der ersten Folge direkt damit beginnen, dass ich die schon mal anfange zu bauen. Dass wir da schon mal ein bisschen loslegen mit der Mobfarm. Ich weiß aber noch nicht, was für eine ich baue. Deswegen ist das, glaube ich, an der Stelle auch nicht unbedingt so eine gute Idee. So, dann bauen wir hier schön die Blätter erstmal ab. Man kann doch hier auch eine Sichel bauen, das ging doch, ne? Da müssen wir nur mal kurz gucken. Ich weiß gar nicht, kann man hier, ja, da sind die Sicheln. Woodsickle. Ja, genau, die ist das. So, mit der kann man nämlich dann schön hier die Bäume abbauen. Genau. Ja, da kriegt man nämlich dann mehr von dem ganzen Kram raus. Da seht ihr das auch direkt. Also ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. So kann man echt ziemlich gut, sich hier so Blätter und sowas besorgen. Ist eine coole Sache auf jeden Fall. So, und dann gehen wir hin und dann bauen wir wieder den Baum ab. Ist jetzt in der ersten Folge natürlich ein bisschen Holzfarmerei. Das ist aber ganz normal, meine lieben Freunde. So, meine Freunde, ich habe einen kleinen Cut vorhin angesetzt, damit ich einfach mal ein bisschen in Ruhe noch in der ersten Folge hier bauen kann und produktiv bin. Denn das ist ein weiterer Grund, warum ich bei Minecraft Sky mitmache, meine lieben Freunde. Es gibt hier nämlich keine Begrenzung, was die Aufnahme angeht oder was das Streamen angeht. Man kann machen, wie man will, man soll es halt nur nicht übertreiben. Wir haben jetzt in der ersten Folge ein bisschen Gas gegeben. Also ich habe jetzt ein paar kleinere Sachen gemacht, die relativ zügig gingen. Das sieht jetzt aus, als wenn ich hier sehr, sehr viel gebaut hätte. Aber im Großen und Ganzen war das, was ich hier gemacht habe, echt jetzt nicht so der Überaufwand. Hier habe ich jetzt ein kleines Gehege gemacht. Ich hoffe, dass wenn ich das nächste Mal online komme, dass hier schon so ein paar Tiere drinne gespawnt sind. Und dann habe ich hier hinten noch eine kleinere Mobfarm gebaut, wo auch ab und zu der ein oder andere Gegner drin ist. Da sieht man es jetzt. Da sind ein paar Creeper. Das ist eine ziemlich coole Mobfarm. Man kann hier relativ easy die Sachen farmen. Und ja, das ist halt eine Mobfarm, von der muss man sich so ein bisschen immer entfernen. Und dann spawnen da nach und nach auch ein paar Mobs. Die kann man immer so nebenbei mitnehmen. Ich hätte jetzt zwar, wie ich in Sky Factory immer die Mobfarm baue, bauen können. Aber das habe ich gelassen, weil die wirft einfach so ultra viel Kram ab, dass man das einfach alles gar nicht mehr einsortiert kriegt und nachher alles bis zum geht nicht mehr überfüllt hat. Das hier ist eine kleine, nette, feine Mobfarm nebenbei so, mit der ich jetzt auch schon so meine ersten Bones rausbekommen habe. Also hier, da können wir jetzt schon mal, quasi Bone Meal herstellen. Das sollen wir natürlich, also sollten wir nicht benutzen. Ich hatte erst Angst, dass ich zu viel Sachen... Okay, alles klar. Ach so, er schreibt mir. Aber wenn ich mir Debitor Cast bin, beruhigt. Okay, alles klar. Keine Ahnung, was er genau meint. aber auf jeden Fall, wie gesagt halt, wir kommen hier gut voran. Ja, manche haben jetzt hier so eine kleinere Insel, ne? Ich kenne mich so ein bisschen aus mit dem ganzen Kram von Sky Factory. Das ist der Vorteil. Also hier haben wir so ein paar Scheren, mit denen kann man relativ leicht hier oben diese Blätter abbauen. Hier die Bäume habe ich jetzt, wie gesagt, nicht abgebaut, damit da nichts spawnt. Ich muss jetzt sowieso ein bisschen Holz nehmen, denn ich baue ja, wie gesagt, mit Revi zusammen. Und ich habe uns hier direkt schon eine richtig coole Insel gesaved. Und ich denke, wenn Revi das sieht, was hier schon so alles passiert ist auf der Insel, da wird er sich auf jeden Fall drüber freuen. Ich wollte hier ein bisschen Holz noch holen. Und ich werde jetzt ein Schild aufstellen und sagen, dass da immer Bäume, also Setzlinge, stehen sollen, damit einfach keine Monster auf den Dirtblöcken spawnen, ne? Deswegen tue ich hier jetzt ein Schild oben auf das Ding drauf. Bitte immer Setzlinge nach... Nee, was tut er? Nachpflanzen. Nachpflanzen. Monstergefahr. So, Monstergefahr. So. Dann weiß er Bescheid. Setzlinge habe ich hier immer reingepackt. Sehr schön. Ich habe alles so ein bisschen sortiert und so. Habe uns jetzt hier eine schöne Fläche gebaut. Ich kann mal F7 drücken. Da kommen ja hier diese Kreuze, die man eigentlich auf dem Boden sieht. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Shader ist. Ob man die mit dem Shader sieht. Ja, die sieht man sogar mit dem Shader. Sehr schön. In der Monsterfarm ist jetzt gerade aktuell gar nichts drin. Ne? Wie gesagt, halt, das kommt immer drauf an. Ab und zu ist da was drin. Das ist jetzt halt nicht so ein ultimativ
krass effiziente Monsterfarm. Die hat man auch innerhalb von 5 Minuten gebaut. Das ging wirklich super, super schnell. Also wenn ihr da unbedingt wissen wollt, wie die geht, kann ich das gerne nochmal explizit in einem anderen Video zeigen oder so. Oder ich werde die sowieso irgendwann nochmal ein bisschen erweitern und automatisieren und so. Das kann man ja machen später. Da werde ich euch dann sagen, wie das Ganze funktioniert hat. Also das war jetzt nicht alles aufwendig. Also das ist nicht sehr viel, was ich gebaut habe in der Folge. Und ja, wie gesagt halt, dann wird es jetzt richtig losgehen. Ich hoffe, dass euch das Projekt gefällt. Wenn ja, könnt das ja zeigen, indem ihr ein Däumchen nach oben da lasst und einen netten Kommentar. Und wenn ihr in Zukunft keine Minecraft Sky Folge mehr verpassen wollt, dann könnt ihr auch gerne den Abo-Button drücken und abonnieren und ja, werdet in Zukunft kein Video mehr verpassen. Wichtig ist immer die Glocke aktivieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge von Minecraft Sky hoffentlich wieder in der zweiten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.